Hallo ihr Lieben, ich bin gefragt worden, ob ich nochmal ein Video zum Thema Runenmagie machen könnte, und zwar mehr auf der praktischen Ebene. Und dazu kamen dann auch ein paar Fragen zum Thema praktisch angewandte Magie allgemein, sodass ich beschlossen habe, eine neue Reihe zu machen. Also willkommen beim ersten Teil der neuen Reihe praktisch angewandte Magie im Heidentum. Runenmagie. Mein erstes Runenmagie-Video ist schon eine ganze Weile her. Und ich habe mich seitdem auch sehr viel weiterentwickelt, bin viel mit Leuten im Gespräch gewesen, habe die subjektive Erfahrungsebene auch mitgenommen. Also Heidentum ist eine Religion des Lebens. Heidentum lebt von der Religionspraxis, germanisches Neuheidentum, genauso wie alle anderen Strömungen des Heidentums. Und es ist eine ständige persönliche Weiterentwicklung, die man für sich machen muss. Die persönliche Weiterentwicklung kann man mit anderen Menschen zusammen machen. Man kann, ich sag mal, sich helfen lassen, sich Ideen holen, aber letztendlich der Weg, der für einen selber richtig ist, den muss jeder selber gehen. Also alles, was ich jetzt gleich sage, ist kein, ihr müsst das tun, um richtig Runenmagie zu machen. Es gibt da nicht wirklich falsch und richtig. Es gibt einige Sachen, die bei der Runenmagie nicht gehen, aber die Erfahrungsebene ist halt tatsächlich für jeden, es ist euer Weg, den ihr selber gehen müsst. Es gibt historisch überlieferte Anwendungen für Runen außerhalb der Schriftsprache. Die Schriftsprache, klammer ich mal komplett aus in diesem Video, weil es hier tatsächlich um die magische Komponente der Runen geht. Das würde auch, glaube ich, den Rahmen des Videos sprengen. Es gibt historisch überlieferte Anwendungen von Runenmagie anhand von Archäologie und Funden und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die daraus gewonnen wurden. Ein Klassiker ist die Schutzmagie, die im Bereich der Frauen und Kinder anzusiedeln ist. Das ist, es werden Runen genommen, um insbesondere Kinder zu schützen. Klassiker ist die Berkana-Rune. Es wurden Schutzamulette gefunden aus der Wikingerzeit, aus der Spätantike. Und über den gesamten germanischen Raum wurden diese Schutzamulette benutzt. Also es ist kein Phänomen nur Nordeuropas, sondern es ist tatsächlich überall gefunden worden. Zumindest die Sachen, die nicht verrottet sind, weil sie auf Materialien waren, die nicht haltbar waren. Was man auch weiß, ist, dass es die Möglichkeit gab, Runen in die Kleidung einzuarbeiten. Das ist wieder eine Ähnlichkeit zum arabischen Raum, wo auch Schutzzauber in die Kleidung eingenäht werden. Ist wieder dieser indoeuropäische Raum, also von den Urreligionen im Bereich Iran, Persien, weiß man das. Und wie gesagt, ist ein altes indoeuropäisches Brauchtum. Wie gesagt, Klassiker ist Berkana-Rune. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Das hier ist ein Runensäckchen, was ich auf Märkten gerne an der Kleidung trage, was ich auch manchmal unter der Kleidung trage, wenn ich jetzt nicht gewandert unterwegs bin. Es ist eine Berkana-Rune, eine Isa-Rune, eine Berkana-Rune. Die vordere Berkana-Rune, ich hoffe, das verschwimmt jetzt nicht, ist gespiegelt, um die Isa-Rune darin einzuschließen. Runen kann man, ich hätte beinahe dreidimensional darstellen gesagt, Runen kann man tatsächlich kippen. Je nachdem, wie man sie verwenden will. Das hier ist Schutzzauber, Gesundheitszauber. Der ist allerdings noch kombiniert mit einer Kräutermischung in diesem Sack, deren Zusammensetzung ich jetzt mal nicht so sagen möchte, um die Wirksamkeit jetzt nicht irgendwie zu untergraben. Ist ein kleines Leinensäckchen mit einer Wollkordel. Selbst gekordelt, Säckchen ist handgenäht, ist auch selber bestickt. Solche Sachen sind relativ einfach gemacht und sind relativ klassische Zauber. Man kann die Säckchen auch kleiner machen, man kann auch die Schutzzauber nur auf die Kleidung oder in die Kleidung nähen, auf die Innenseite vom Saum zum Beispiel, da sieht es keiner. Wenn man es ein bisschen dezenter haben möchte oder Angst vor Gegenzaubern oder so hat, ist in unserem Kulturbereich eher nicht so das Problem und eher nicht das Brauchtum. Zauber mit Gegenzauber ist im Bereich der Schlachtenmagie eher ein Thema. Da sind wir auch schon bei der zweiten Anwendung, die historisch überliefert ist. Das ist jetzt eher im Bereich der Männer angesiedelt. Für Männer gibt es nicht so viele Möglichkeiten, traditionell Magie anzuwenden, und die Runenmagie ist so die männliche Magie, beziehungsweise durch die Praxis der Runenmagie durch Odin wird sie eher den Männern zugeordnet. Auf den Schlachtfeldern war es so,
dass die Schilde mit Tivas-Runen verziert wurden auf der Innenseite. Einmal als Abwehr gegen den Gegner. Tivas-Rune ist ja wie ein Speer geformt. Und gleichzeitig Schutzrune. Die Tivas-Rune hat, was Schlachtenmagie betrifft, eine Dualität. Einmal den Angriff, einmal die Abwehr. Und die Tivas-Runen, die auf die Metallkomponenten der Schilde geritzt waren, die sind bis heute überliefert. Also Tivas-Runen sind da tatsächlich die männliche Magie. Und bis heute hat sich das so gehalten, dass viele Männer, insbesondere im Bereich Wikinger-Mittelalter bzw. Reenactment, tatsächlich noch traditionell ihre Waffen mit Runen verzieren. Teilweise ganze Runenzauber, also wirklich Paletten in Dreierkomponenten, Einzelrunen, manchmal auch mehr in diese Waffen reinritzen, beziehungsweise die Griffe verzieren oder im unteren Bereich die Klinge. Und wichtig ist halt, dass das jeder selber macht, weil die Magie wirkt nur, wenn ich sie selber ausführe. Also es muss ein Bezug zwischen mir und dem Gegenstand sein, den ich durch die Runen dann sozusagen vertiefe und den Gegenstand mit mir auf eine Wellenlänge bringe. Des Weiteren, auch sehr traditionell, heute in einer etwas abgewandelten Form, ist das Runenwerfen. Früher waren es Runenstäbe. Ich kann aufgrund der Witterung derzeit im Garten die Äste, die ich für Runenstäbe benutzen möchte, momentan noch nicht nehmen. Wir haben noch zu oft Frost. Wenn ich die habe, werde ich das auf jeden Fall mal online stellen. Solange halten die Runenscheiben oder Runenplättchen her. Einmal, für die, die das erste Video gesehen haben, die Glasvariante mit Farbe bemalt. Sieht ein bisschen edler aus. Tut der Wirksamkeit keinen Abbruch. Dann habe ich hier noch Holzruhen, die habe ich von einem runtergeschnittenen Baum bei mir im Garten. Das ist eine Buche. Man kann auch andere Äste oder Bäume nehmen. Ich hatte einen ganz guten Bezug zu dem Baum, deshalb waren diese Scheiben ganz gut. Ich habe die nach der Wintersonnenwende da reingebrannt. In einer ganz, ganz angenehmen Gesellschaft mit wundervollen Leuten. Das heißt, die Energie der Nacht und das Positive der Nacht ist ja auch nochmal eingeflossen. Die Runensteine, wenn man die so in Anführungszeichen auflädt, bekommt man einen besseren persönlichen Bezug dazu. Und je größer der Bezug zu einem Gegenstand ist, den man mit den Runen bearbeitet oder wo man die Runenmagie drauf wirken lassen will, desto besser ist das einfach, weil einfach zwischen einem und dem Gegenstand eine Verbindung entsteht. Also der Gegenstand, ja, ich finde es schwierig zu beschreiben. Also, ja, man hat einfach ein besseres Verhältnis zu dem Gegenstand oder der Gegenstand bedeutet einem mehr. Wie gesagt, die Glassteine sind da ja auch nicht so schlecht. Die sind ja auch noch funktional. So, dann gibt es ein paar modernere Methoden oder Methoden, von denen einfach nicht klar ist, ob sie damals schon existent waren, um mit Runen zu arbeiten. Am häufigsten, das werden die meisten kennen, sind Anhänger. Auch hier wieder zwei verschiedene. Das hier ist einer der ältesten, die ich habe. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Die Berkana-Rune habe ich mir selber gekauft. Ja, also die kann man dann auch tragen. So als Schutzzauber. Man kann sie als Initialen für den Namen nehmen. Man sollte aber immer die magische Bedeutung dabei im Hinterkopf behalten. Weil auch wenn man Runen als Schriftsprache nimmt, darf man nicht vergessen, die haben eine magische Komponente und die schwingt immer mit. Wir hatten, wann war das? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall die Diskussion über Menschen, die sich den ganzen Körper mit Runen voll tätowieren und Wikinger-Motiven und mythologischen Motiven, ohne wirklich zu begreifen, was dahinter steckt. Letztendlich muss das jeder für sich selber entscheiden, ob er das tut oder nicht. Aber sich magische Symbole in die Haut stechen zu lassen, sollte wohl durchdacht sein und da, wie gesagt, ich habe kein Runentattoo. Ich kenne Leute, die magische Symbole auf dem Körper haben, aber die, die ich kenne, haben das mit purer Absicht gemacht und haben sich auch vorher Gedanken gemacht, welche Symbole das sind, was die Runen für sie bedeuten und was sie sich von den Runen erhoffen, beziehungsweise welche Magie sie damit bezwecken. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Ebene. Aber ich persönlich kenne niemanden, der es leichtfertig gemacht hat. Ich habe aber auch schon bei Festivals Leute gesehen, die Sätze mit Runen tätowiert hatten. Da ich diese Menschen aber nicht kannte und nicht einfach ansprechen wollte, gehe ich jetzt mal grundsätzlich nicht davon aus, dass jemand sowas einfach leichtfertig macht. Kann sein, kann nicht sein. Nur, dass ihr wisst, da gibt es auch nochmal
eine Anwendungsmöglichkeit von Runen, einmal als Schriftbild, einmal als magische Funktion. Dann, ich war eben schon bei den Mittelaltermärkten und bei den Wikinger-Freunden und ich laufe selber in Wikinger-Gewandung rum, bevor ich jetzt irgendwelche bösen Kommentare kriege. Trinkhörner. Nehme ich auch gern auf Rockfestivals, sind super. Es gibt Menschen, die Runen hier eingravieren. Das ist jetzt ein Trinkhorn von mir, was keine Runen drin hat, weil das für mich ein einfaches Gebrauchshorn ist. Und ja, also bei Ritualhörnern könnte ich mir vorstellen, dass das mehr Sinn macht, dass man tatsächlich, entweder es gibt welche, die hier oben noch Metallränder haben, die Prunkhörner, und bei einem Prunkhorn, was für rituelle Zwecke genutzt wird, oder einem Horn, was für rituelle Sachen genutzt wird, kann es durchaus sinnvoll sein, Runen reinzugravieren, um dem Ganzen mehr Bedeutung zu geben, um den Gegenstand auf seine Funktion vorzubereiten. Und einfach, damit das Horn dem Zweck angemessen ist und ein bisschen würdevoller ist, ist für so ein Trinkhorn, was für Festivals ist, jetzt vielleicht etwas überzogen und, weiß nicht, Schutz vor K.O.-Tropfen bietet einen Überzug auch aus Leder, wobei ich da auf solchen Festivals eher weniger Sorgen habe. Eine weitere weibliche Anwendung von Runen ist, ja, die Wahrsagerei hatte ich ja eben schon mal mit den Runensteinen und Runenstäben. Es gibt im Rahmen des Runenziehens zu den Wintersonnenwenden oder Ziehen der Tagesrune einen weiteren Brauch. Wenn man sich die Zukunft zieht, werden traditionell drei Runen gezogen. Und diese drei Runen kann man auf eine Kerze schreiben. Da nimmt man dann ganz einfache Kerze, ja, eine in unbearbeitet, und kann dann entweder, das habe ich früher gemacht, reinritzen oder mit Wachsstiften die Runen draufschreiben. Die Kerze kann man dann aufheben und hat diesen Zauber nochmal für den Moment, wo man es braucht. Und bei Wintersonnenwendbräuchen ist es halt so, man zieht seine Zukunft und zur nächsten Wintersonnenwende wird diese Kerze nahtlos runtergebrannt, so dass man mit dem alten Jahr abschließt und mit dem neuen Jahr wieder anfangen kann. Eine weitere Möglichkeit, das ist jetzt aus dem Buch über Runenmagie übernommen. Das ist ein Jahresrad, was ich mal symbolisch für einen Vortrag gemacht habe. Man kann dem Jahresrad für energetische oder schamanische Arbeit auch Runen zuordnen. Das hier sind jetzt nicht Runen, die ich selber genommen habe. Doch, teilweise, ich glaube, ich habe es abgewandelt. Und dann kann man tatsächlich die Jahreskreisfeste damit machen, also Winter zum Beispiel. Und man kann sich die dann tatsächlich erarbeiten, indem man über die Runen meditiert, die Runen einsinken lässt. Das kann man auch mit Einzelrunen machen. Sagen wir mal, wenn ich eine Rune ziehe, packe ich in meinen Runenbeutel, ziehe mir die raus, habe ich hier eine Algis-Rune. Und durch die Konzentration auf die Rune funktioniert vom Prinzip her wie Tarotkarten. Die psychologische Ebene ist tatsächlich, man konzentriert sich darauf, lässt das Unterbewusstsein raus. Sollte man bitte nur machen, wenn man keine ernsten psychischen Probleme hat. Das kann nämlich sonst ein bisschen problematisch werden. Also man sollte mit sich selbst im Klaren sein, bevor man anfängt, wirklich schamanisch zu arbeiten und sein Unterbewusstsein unkontrolliert nach oben schwappen zu lassen. Aber diese Runen helfen einem, sich auf bestimmte Eigenschaften zu konzentrieren, was auch in der Komplexität der Runen liegt. Magische Bedeutung, Wortbedeutung, Lautbedeutung. Und dadurch, also die Arbeit mit Runen kann dann wirklich eine ganze Ecke voranbringen. In dem Zusammenhang bin ich sehr häufig gefragt worden, 24er Futtag, 18er, wenn ja welches? Kommt drauf an. Das ist jetzt keine sehr befriedigende Antwort. Viele sagen, okay, ich arbeite anhand des Runenliedes mit einem limitierten Satz an Runen. Je nach Buch über Runenmagie kann das variieren, welche Runen das sind. Weil es letztendlich keine definitive Aussage gibt, welche Runen im Runenlied gemeint sind in den einzelnen Versen. Ich arbeite momentan wieder mit einem 24er Futtag und komme damit ganz gut klar. Ich habe auch immer mal wieder zwischendrin mit dem 18er gearbeitet. Das ist bei mir immer so ein bisschen, ich hätte beinahe gesagt, Tagesform abhängig. Aber so oft wechselt das bei mir nicht. Das ist dann immer ein paar Jahre, arbeite ich damit. Und ich finde, gerade für die schamanische Arbeit ist es sehr angenehm, mit einem limitierteren Satz an Runen zu arbeiten und tatsächlich sich das Runenlied immer wieder neu zu erarbeiten.
Und tatsächlich sich die einzelnen Verse vorzunehmen, die Runen dazu und dann damit zu arbeiten. Und auch diese verschiedenen Varianten in den verschiedenen Büchern oder wir leben ja in einem Zeitalter, in dem man nicht nur Bücher zur Hand hat, dass man einfach guckt, welche Runen werden diesen Strophen zugeordnet. Bei den meisten ist es identisch. Beispiel Tivas Rune hatte ich ja gerade schon genannt. Durch die Arbeit mit den Runen hilft es halt ungemein, jenseits der kognitiven Ebene sich die Runen zu erarbeiten auf einer emotionalen Ebene. Und somit einfach auch diesen Weiterentwicklungsprozess für einen selber, diesen Selbstfindungsprozess anzustoßen und diese lebenslange Reise weiterzugehen. Es ist halt kein Prozess, den man bis zu einem bestimmten Punkt geht und dann hört es auf, sondern wie bei allen magischen Sachen ist es tatsächlich so, dass die magische Religionspraxis elementarer Bestandteil der persönlichen Weiterentwicklung ist und einem auch hilft, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und verschiedenen Menschen und einfach diese Impulse nochmal neu aufzunehmen und sich selbst und sein Handeln permanent zu hinterfragen, sich aber gleichzeitig auch in seinen Werten zu festigen. Also es klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Und das ist einfach eine Arbeit, die muss jeder selber machen und einen Weg, den muss jeder selber gehen. Und die Sachen, die ich hier vorgestellt habe, sind nur beispielhaft. Die können dabei helfen, diesen Weg zu gehen und ich hoffe, dass ihr euch wirklich hinsetzt und wenn ihr wirklich daran interessiert seid, wirklich selber dran geht und vielleicht klein anfangt mit diesen traditionellen Verwendungen, mit den historisch bewiesenen und euch das dann Stück für Stück zu erarbeiten und wenn ihr euch dann sicher genug seid, den nächsten Schritt zu gehen und euch vielleicht einfach mit Leuten auszutauschen, die da schon ihre Erfahrungen gemacht haben, ohne aber ihre Erfahrungen als eure anzunehmen. Es ist ganz wichtig, dass hier einfach nicht von oben irgendwas aufdoktriniert werden kann, sondern tatsächlich jeder seinen Weg gehen muss, weil eine persönliche Erfahrungsebene kann einem kein anderer geben. Die kann man sich nur selber erarbeiten.